Wir können es auch rückgängig machen noch. Da können wir Accuracy hier erhöhen. Dexterity, Dexterity, okay. Das ist einfach nur zum Attribute erhöhen hier. Und das hier ist Projektil Attack Speed. Leben erhöhen. Nahkampfschaden erhöhen. Bringt uns nicht unbedingt was. Und das hier sind dann so größere Spezialsachen. Ah ja. Da muss man sich am Anfang schon mal gut überlegen, in welche Richtung man geht. Auch wenn das Ganze ziemlich unübersichtlich ist. Ich gehe mal auf Evasion und Life. Kann dann hier rum mit Dexterity gehen. Kann dann hier zum Beispiel den Attack Speed erhöhen. Oder hier die Stärke. Gut. Punkte vergeben. Und dann wieder raus hier. Und weiter töten. Bis jetzt schon mal ziemlich überschaubar das System. Oh, ganze Horde Gegner. So, weg mit euch. Also ja, es ist wie gesagt ein Hack and Slay, also kann man erwarten. Oh cool, unser Feuerpfeil hat ein Level abgekriegt. Feuerpfeil kostet bla bla bla. Okay. Das ist gar kein so schlechter Einfall, so die Fähigkeiten als Gems reinzustopfen. Sterbt. Jetzt gucken wir uns mal kurz die große Karte an. Hier haben wir noch eine Ecke zum Erkunden. Hier ist aber nichts. So weit? Nö. Okay, dann geht's weiter nach Nordosten. Oh, Zombie, der aufsteht. Stirb. Und angeblich, wenn ich so ein Dinger trinke, oh, da wird dann nur ein Teil aufgebraucht sogar. Hm. Kann ich nochmal trinken? Ja. Hm, cool. Dann kann man sich da verschiedene Tränke reinpacken und muss nicht so oft Tränke kaufen gehen, wie man es. Hallo Bossgegner. Ja, ich soll den töten, kein Problem. Uah. Also der sieht mir ja schon mal wie ein ordentlicher Fleischklops aus. Okay, erste Quest bekommen. Ah. Also gut aushalten tut er schon mal. Und jetzt hat er sein Schwert gezogen. Sind das eigentlich die Pfeile, die ich auf ihn geschossen habe, die da in ihm drin stecken? Ich glaube ja. Boah. Kurz vor der 5 trinken, um meinen Mana aufzufüllen. Betrete die Stadt für dein Reward. Akt 1. Hm? Okay. Gucken wir erstmal, was er so dabei hatte. Ein Haufen Waffen. Holzschild. Unidentifizierte Sachen. Hm? Macht aus einem normalen Gegenstand einen magischen Gegenstand. Damit geht das nicht, weil das wahrscheinlich kein normaler ist, sondern ein schlechter. Hä? Equipment item was a skill game. Make sure it has not in a... Ah, ich muss es erst entsockeln und aus dem Dings nehmen. Hat es jetzt geklappt?
Jupp, hat jetzt geklappt. Jetzt ist das Ganze ein Bogen mit Feuerschaden. Hm, das ist ja praktisch. Gut, dann wollen wir mal weiter gucken. Jetzt müssten wir in die erste Stadt kommen, wenn ich das richtig verstanden habe. Okay, Stadtübergang muss geladen werden. Auch nicht so schlimm. Briefe des Exils. Was steht denn hier? Okay, das sind hier nur einfach ein paar Hintergrundinformationen oder so. Ich will mir das jetzt nicht genau durchlesen. So viel Zeit habe ich in dem Test ja nicht. Stash. Also meine Lagertruhe, hä? Aber nichts drin und auch nichts, was wir einlagern könnten. Und Questgeber, hallo. I've seen you before, back in Aurea, running like a frightened rabbit from my father and his gamekeepers. Fleet as a fox you were, even with that leg of prize venison over your shoulder. And from what I saw you do to Hillock, you've grown even faster since then. I'm Nessa, and I suppose I should thank you for ridding us of that putrid giant. I hope your speed never fails you, Ranger. Okay. Lana's watch isn't much, but it's ours. We could use you here, while you live. But should you wish to venture out, do just one thing for me. Out on the coast, amongst the wrecks, there must be a ship's medicine chest. I have many to care. Okay, wir können, wir sollen, sie bittet uns darum, dass wir ihr Medizin von außerhalb von der Küste bringen. Das können wir ja nicht abschlagen. Wir können aber bei ihr auf jeden Fall Gegenstände kaufen. Kleine Mana-Flaschen. Okay, es gibt kein Gold in dem Spiel. Hier wird mit Schriftrollen und Orbs gehandelt. Das ist ja cool. Ja, das finde ich jetzt richtig cool. Hier gibt es sogar eine magische Mana-Flasche. Interessant. Portalschriftrolle kostet Words of Wisdom. Wir wollen jetzt erst einmal was verkaufen, oder? Was kriegen wir denn? Schriftrollenfragment. Ah ja. Wenn wir die Sachen verkaufen. Was kriegen wir hierfür? Shards. Für das hier kriegen wir noch mehr Shards. Das macht 14 Armor. Das macht 21 Armor. Können wir das... erstmal akzeptieren wir das hier. Gehen wir kurz ins Inventar. Ich würde nämlich gerne die Rüstung austauschen. Die Plattenweste bringt nämlich nicht so viel wie die hier. Und würde gerne doch die Plattenweste verkaufen. Ah ja, gut. So funktioniert also das hier. Goodbye. Du? A ravishing ranger, relegated to rot in Ray class. There's an island, einfach mal kopieren. Skipping away offshore of the terraces. That's what. Ah, es gibt sogar Gesprächsthemen, wie man sie aus Diablo kennt. Okay, gucken wir uns mal weiter um hier. Hier habe ich nämlich noch einige andere interessante Sachen gesehen, wie zum Beispiel den Waypoint. Was ist das hier unten? Mercy Mission. Ah ja, da muss ich zu... mit dem da wahrscheinlich reden. Gut. Fine work with Hillock. Where'd you learn to fight like that? No, don't tell me. We exiles have no history. Ja, ja. Select a reward. Split arrow, dual strike.
können wir in grüne Dinger reinpacken. Ich würde mal wirklich sagen, wir nehmen das untere, weil... oder wir nehmen das hier. Ich nehme mal das hier. Okay, das können wir in verschiedene Sachen reinpacken und auch wieder rausnehmen. Was für Items verkaufst du uns? Du verkaufst Waffen, hm? Okay, wir müssen immer darauf achten, diese... Dinger hier stehen auch für die Art der Fähigkeit. Also das Rote sind Stärkefähigkeiten, das Blaue Intelligenz und das hier sind Geschickfähigkeiten. Und wir als Ranger wollen ja hauptsächlich Geschick haben. Hier kann ich einfach was rausnehmen. Ich will gerne den Schuss da unten haben bei Q. Dankeschön. Gut, dann wäre das mit ihm auch geklärt. Unsere erste abgeschlossene Aufgabe. Ich würde gerne das Chatlog schließen. Okay, dann gehen wir mal wieder raus. Und sind hier irgendwo in der nächsten. There'll be some dark days ahead. Ja, was ich noch sagen wollte, bis jetzt gibt es noch keine deutsche Lokalisierung für das Spiel. Also für die, die sich dafür interessieren, ihr solltet Englisch können. Und der Streuschuss, der kommt ziemlich gut, finde ich. So, hier, Fresspfeile. Also mit Zombies haben sie auch nicht wirklich gegeizt. Was passiert eigentlich, wenn mir ein Zombie zu nahe kommt? Ach, er wird einfach weiter abgemurkst. In die andere Hand kann ich nichts legen. Die beiden Sachen kann ich dann aber verkaufen. Als Rangerin bin ich ja total auf den Bogen fixiert. Oh, ein Magiebogen. So, die wegschießen. Ach, Möwen. Die hört man sogar hier schreien. Und der hat sein Schwert fallen gelassen, was der in der Hand hatte. Das ist auch ein schönes Gimmick, finde ich, dass die fallen lassen, was sie in den Händen haben oder allgemein bei sich tragen. Eine neue Plattenweste. Was macht die? Qualität plus 18, also nichts Besonderes. Kurz auf die... Ach, das Tab ist Map. Ich wollte gerade auf M drücken für Map. Kannibalen? Besessene Kannibalen, hä? Rostiges Schwert. Und Kannibalen, die mich mit Feuer bewerfen. So. Die widerstehen Chaos. Chaos kann ich nicht. Grabesser, also Viecher, aber die will ich auch nicht. Also nach Norden will ich mal nicht. Ich muss auf diese Nachbarinsel, die ist in der Richtung, weiter dem Strand entlang. Wow, wow, wow. The worms will have to wait a bit longer for this meal. Geht weg von mir. So, wieder ein Punkt, den ich vergeben kann. Also das sind nur Ein-Punkte-Sachen. Dexterity oder Evasion plus Life.